wunderschönen Menschen da draußen vor dem Bildschirm, liebe Alltagsheldin, liebe Mitstreiter, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren kleinen Strategie- und Lagebesprechung für euren bevorstehenden Kampf gegen das Reizdarmsyndrom, gegen Morbus Crohn, Colitis ulcerosa und andere assoziierte Erkrankungen. Ich freue mich auch heute wieder riesig, dass ihr zugeschaltet habt und möchte mit euch gern über ein Thema diskutieren, bei dem ich mir eigentlich sicher bin, dass es gerade einigen verklemmten Nicht-Betroffenen da draußen vor Schreck, Scham und Ekel alle Körperöffnungen zusammenziehen wird. Es soll sich heute nämlich alles um die Möglichkeiten des Einsatzes der sogenannten Stuhltransplantation, im Englischen sehr häufig Fecal Microbiota Transplantation und abgekürzt mit dem Akronym FMT, das werdet ihr sehr häufig auch in deutschen Artikeln zu lesen bekommen, also buchstäblich der Verpflanzung menschlicher Fäkalien oder menschlichen Kots in den Darm eines anderen Menschen bei der Behandlung des Reizdarmsyndroms drehen. Und hier möchte ich vielleicht ganz kurz bei diesen eventuell auftretenden Schamgefühlen verharren und möchte zum Ausdruck bringen, dass ich hoffe, dass ihr da draußen, die wirklich unter diesen chronischen Darmerkrankungen leiden, sich hoffentlich schon zu einem Großteil zumindest von diesen Gefühlen, von diesen negativen Gefühlen befreien konnten. Denn wir werden es auch im nächsten Video sehen. Dort soll es um Sexualität mit einer chronischen Darmerkrankung gehen. Das ist in der Wissenschaft gut belegt. Diese negativen Gefühle, Ekel und Scham, die leider sehr häufig eben mit den Symptomen einer chronischen Darmerkrankung verbunden sind, sind einer der größten Risikofaktoren für eine massiv verminderte Lebensqualität. Und andersherum formuliert, ein möglichst offener und, sagen wir schon mal, fast forscher Umgang mit der Erkrankung, ihren Symptomen, aber auch den damit verbundenen Bedürfnissen, Nöten und Sorgen fungiert als eine Art Schutzfaktor und nimmt tatsächlich sehr, sehr viel Leidensdruck aus diesen Erkrankungen heraus und macht die Bewältigung deutlich einfacher. So, dass ich eigentlich davon ausgehe, dass es heute auch wieder selbst bei diesem sensiblen Thema ganz unkompliziert und unaufgeregt möglich sein wird, mit euch über auch diese Thematik zu sprechen, ohne da vielleicht irgendwelche Befindlichkeiten zu provozieren. Die Stuhltransplantation, da bin ich mir eigentlich ganz sicher, ist gerade für die alten Hasen unter euch schon fast so etwas wie ein alter Hut. Denn gerade im letzten Jahrzehnt, den letzten 10 Jahren, wurde dieses Therapiekonzept in der Patienten-Community selbst, aber eben auch in der Wissenschaft, und dort aber teilweise sehr kontrovers diskutiert. Warum kontrovers? Weil wir teilweise sehr heterogene Studienergebnisse hatten. Also es gibt Forscherteams, die berichten bahnbrechende Erfolge beim Reizdarmsyndrom mit der Stuhltransplantation. Da ist von starken Verbesserungen eben bei Durchfällen, Verstopfungen, bei den Bauchschmerzen die Rede, selbst von der Linderung psychischer Komorbiditäten, also depressiven Verstimmungen, Angsterkrankungen, teilweise von Remissionen und Heilung. Damit verbinden sich eben auch sehr, sehr viele Hoffnungen von Betroffenen. Werde ich gleich dann später nochmal so ein Stück weit drauf eingehen, was das teilweise so für Blüten getrieben hat. Und auf der anderen Seite hatten wir aber auch sehr viele Wissenschaftlerteams, die sagen, hey, guckt euch die Daten mal genau an. Gerade in den qualitativ hochwertigen Studien kommt die Stuhltransplantation zumindest beim Reizdarmsyndrom kaum über die Wirkung eines Placebos hinaus. Und bevor wir versuchen, diese Kontroverse so ein Stück weit aufzulösen, denn es gibt eine wirklich imposante Studie aus dem letzten Jahr, die sticht tatsächlich aus der Masse der Studien heraus, aufgrund ihres genialen Designs, aber natürlich auch der imposanten Ergebnisse. Hier sind tatsächlich auch wieder erstens eine Halbierung der Symptomscores konnte verzeichnet werden, Auswirkungen zum Beispiel auch auf andere Symptome wie die krankheitsassoziierte Erschöpfung und aber auch wieder Remission bzw. Heilung. Und weil die Studie so genial durchdesignt war, also wirklich den Qualitätsstandards moderner Forschung perfekt entspricht, so muss man sich das wirklich wünschen, auch von anderen Studien, trägt sie sehr viel dazu bei, dass wir die Frage beantworten können, welche Faktoren, welche Variablen sind notwendig und müssen konstant gehalten werden, damit die Stuhltransplantation ebenso effektiv für das Reizdarmsyndrom, für die Reizdarmpatienten ist.
Doch bevor wir uns vertieft dieser Studie zuwenden, mit vielen Grafiken und so weiter, wie ihr das gewohnt seid, möchte ich gerade für die Neudiagnostizierten da draußen unter euch nochmal ganz grundlegend auf das Konzept der Stuhltransplantation eingehen und beschreiben, was da eigentlich gemacht wird, wie das Verfahren so ist, wie die Geschichte war und vor allen Dingen aber auch die Theorie und die Hypothesen, die dahinter stehen, die möchte ich auch nochmal so ein bisschen erklären, dass man erstmal überhaupt verstehen kann, Moment mal, das Abfallprodukt aus einem Menschen, wo eigentlich der Körper, das ist ja immer so das gängige Verständnis von Fäkalien, der Körper hat eigentlich alles Wichtige schon entzogen. Warum sollte mir das irgendwie helfen, diesen Stuhl in meinen Darm zu bekommen? So, deswegen gehen wir jetzt erstmal ganz grundlegend auf die Stuhltransplantation ein. Was ist die Stuhltransplantation? Ich hatte es vorhin schon ganz grob beschrieben. Wir brauchen erst einmal einen sogenannten Spender, also möglichst ein möglichst gesunder Mensch, den man vorher auf verschiedene Risikofaktoren abgeklopft haben sollte. Und man sollte sich auch ganz genau das Mikrobiom, die Darmflora angeschaut haben, denn das ist die Theorie dahinter. Wir übertragen die Darmflora, die Darmbakterien eines gesunden Menschen in den Darm eines erkrankten Menschen, im Normalfall mit einer chronischen Darmerkrankung. Positive Befunde der Stuhltransplantation liegen zum Beispiel vor bei der Infektion mit Clostridium difficile. Das ist eines der Haupteinsatzgebiete inzwischen bei der Therapie von Morbus Crohn und Colitis ulcerosa und eben auch beim Reizdarmsyndrom, obwohl die Datenlage dort deutlich gemischter schon ist und daraus entstand eben diese Kontroverse. Man überträgt quasi das Mikrobiom des gesunden Menschen in den Darm dieses Menschen mit einer Darmerkrankung, mit einer chronischen Darmerkrankung. Dieses Mikrobiom des Spenders breitet sich in diesem Darm aus, übernimmt quasi die Kontrolle und trägt dazu bei, vorher bestehende Makel wieder auszugleichen. Vor allen Dingen hinsichtlich des Artenreichtums, aber auch der Komposition, der Zusammensetzung der Darmflora. Letztendlich kann man sich vorstellen, die Stuhltransplantation wirkt als eine Art Superprobiotikum. Denn bei einem Probiotikum, das, was ihr im Normalfall in einer Lösung oder in einer Kapsel erhaltet aus der Apotheke, was überall so stark beworben wird, schaut euch dort einfach mal an, wie viel Darmbakterien-Spezies dort im Normalfall enthalten sind. Vielleicht 8 oder, wenn es ein gutes ist, vielleicht auch 32. Aber das ist natürlich nur eine absolute Selektion aus den vielen, vielen Darmbakterien-Spezies, die wir eben tatsächlich in unserem Darm haben. Nur mal als Vergleich, ein gesunder Mensch, zumindest hier in der westlichen Welt, beherbergt tatsächlich innerhalb der einzelnen Stämme und Klassen von Darmbakterien über 1000 Spezies im Durchschnitt. Also da könnt ihr euch ausrechnen, wenn ihr da 8 davon gebt, wie groß ist die Chance, dass tatsächlich dort, dass ihr genau diese Spezies erwischt, die ihr vielleicht als erkrankte Person gerade benötigt. Und das ist ganz, ganz wichtig, ein wichtiges Konzept. Wir wissen, dass eigentlich die Idee hinter den Probiotika sehr vereinfacht ist. Generell muss man sagen, dass die Wissenschaft noch nicht zu viel über das Mikrobiom weiß, denn obwohl jede Woche da eigentlich zig Studien dazu erscheinen, wissen wir oder kennen wir nur sehr wenige Wirkungen einzelner Darmbakterien-Spezies, so dass wir sagen können, diese Spezies wirkt beispielsweise probiotisch, also hat gesundheitsförderliche Eigenschaften für den Wirt, kann zum Beispiel die Verdauung verbessern oder das Immunsystem anregen und so weiter und so fort. Es gibt kommensale Bakterien, das bedeutet, die leben ganz unkompliziert mit dem Wirt zusammen, ohne dass sie sich irgendwie gegenseitig negativ beeinflussen. Aber die Wissenschaft kann zum Beispiel überhaupt noch nicht sagen, was macht das Zusammenwirken dieser einzelnen Stämme aus, welche Bakterienspezies ist besonders vorteilhaft zur Behandlung welcher Darmerkrankung und so weiter und so fort. Und eine der wichtigsten Variablen für die Darmgesundheit und natürlich auch damit die Gesundheit des Wirtes, das wissen wir, das Mikrobiom ist eine der entscheidendsten Variablen für die gesamte Gesundheit des Menschen, ist tatsächlich nicht, ob jetzt Spezies A oder Spezies B eben die probiotische Spezies vermehrt vorhanden ist, sondern tatsächlich die Biodiversität, das bedeutet der Artenreichtum.
Warum ist der Artenreichtum so entscheidend? Das ist letztendlich wie in jedem Ökosystem. Umso mehr Arten in diesem Ökosystem leben, desto stabiler wird es und neigt nicht mehr dazu zu kippen bzw. zu entgleisen, weil keine dieser Spezies oder Arten eben die absolute Dominanz erringen kann und dafür sorgt, dass andere Gattungen, Spezies ausgerottet werden und es entsteht Stabilität. Die Biodiversität ganz entscheidend und vor allen Dingen bei allen Erkrankungen, die wir regelmäßig hier besprechen, also Reizdarmsyndrom, chronisch entzündliche Darmerkrankung, Fibromyalgie, chronisches Erschöpfungssyndrom, aber auch das Mastzellaktivierungssyndrom. In all dieser Erkrankung ist eine verminderte Artenvielfalt des Mikrobioms involviert. Ganz gängiger Pathomechanismus, eventuell eine Ursache, möchte ich hier noch nicht abschließend so formulieren, aber auf jeden Fall ein bedeutender Pathomechanismus. Wir können das im Rahmen dieser Erkrankung finden, zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom, ich hatte gerade erwähnt, 1000 Spezies bei gesunden Personen hier in der westlichen Welt. Muss man auch nochmal unterscheiden, ob Stadt oder Land. Also eigentlich sollte diese Anzahl liegt normalerweise noch deutlich höher, vor allen Dingen, wenn wir uns traditionell lebende Jäger-Sammler-Kulturen da heranziehen, wo wir wissen, dort gibt es viele Erkrankungen der Moderne überhaupt nicht. Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, Reizdarm etc. gehört alles dazu. Das finden wir in diesen Jäger-Sammler-Kulturen nicht. Und die haben noch eine Vielzahl mehr, was die Biodiversität betrifft. Beim Reizdarm und bei Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, ist das Gegenteil der Fall. Dort ist sogar der Eigenartenreichtum im Gegensatz zu den gesunden Kontrollpersonen deutlich vermindert. Uns fehlen noch etwa 25% dieser Darmbakterienspezies, so dass wir vielleicht noch auf 750 Spezies kommen. Um diese Selektion bei den Probiotika zu vermeiden, muss man wissen, dass das ist auch so eine Misskonzeption, dass man denkt, okay, der Stuhl, der aus einem Menschen kommt, das ist eben ein Abfallprodukt, der Körper hat alles Wichtige entzogen. Jetzt haben wir dort drin noch einige Verdauungsrückstände, die der Körper nicht aufspalten konnte, einige Faserstoffe natürlich und viel Flüssigkeit. Aber was man wissen muss, gerade beim Trockengewicht, der allergrößte Teil des abgegebenen Stuhls besteht aus Darmbakterien, die tatsächlich noch leben. Und natürlich, auch so kann man sich nur erklären, warum funktionieren die ganzen Mikrobiomanalysen. Beim DNA-Test ist was anderes, weil der kann tatsächlich auch schon abgestorbene Darmbakterien testen, indem er eben auf die DNA schaut. Aber gerade bei der Stuhlkultur, da wird natürlich angezüchtet eben die Population der Darmbakterien. Das kann natürlich nur funktionieren, wenn Darmbakterien im Stuhl enthalten sind, und zwar in einer gewaltigen Konzentration zum einen. Also wir halten viel, viel, viel höhere Konzentrationen als in einem gängigen Probiotikum. Und wir haben eben eine repräsentative Stichprobe, die gesamte Bandbreite der Artenvielfalt, alle 1000 oder mehr Spezies, und können diese eben in den Darm eines erkrankten Menschen verpflanzen. So. Zusätzlich dazu, dass wir eben eine höhere Konzentration und eben eine größere Bandbreite an Darmbakterien haben und damit die Chance erhöhen, dass wir dem Menschen genau das zukommen lassen, was er eben braucht, um seine Erkrankung zu lindern oder gar zu heilen, haben wir den Vorteil, dass alle Studien zeigen, im Gegensatz zum Probiotikum, die Darmbakterien siedeln sich tatsächlich dann im Darm des Empfängers an, das Mikrobiom des Spenders breitet sich aus. Und das ist ja genau das, wir wollen, das ist genau das, was wir wollen, eine Restauration, eine Sanierung der erkrankten Darmflora und das, was immer gern so lange Zeit kolportiert wurde, was aber Probiotika nicht schaffen. Das zeigt jede Studie. Probiotika haben, also die oralen Probiotika, zum Beispiel in Kapseln oder in Lösungen, die ihr in der Apotheke bekommt und die so massiv beworben werden immer, wo ich sehr kritisch dazu stehe, das wisst ihr, wenn ihr diese nehmt, zeigen alle Studien, dass diese eben nicht das machen, was lange Zeit behauptet wurde, nämlich sich im Darm ansiedeln und nachhaltig das Mikrobiom verändern. Es gibt dennoch positive Effekte, vor allen Dingen zum Beispiel auf die Verdauungsleistung, auch auf die Symptome beim Reizdarm, beim Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, auf das Immunsystem oder auch auf psychische Komorbiditäten, aber das Ganze funktioniert nicht über eine Restauration der Darmflora,
sondern über eine Reaktion des Immunsystems. Wir sprechen von einer Immunomodulation. Also euer Immunsystem reagiert auf die Anwesenheit dieser Probiotika, wenn ihr sie regelmäßig gebt, positiv. Dadurch werden diese Effekte vermittelt. Am Anfang hat man gedacht, okay, da scheint sich wirklich irgendetwas anzusiedeln, denn wenn man natürlich schaut, man gibt die Probiotika, schaut sich dann immer wieder das fäkale Mikrobiom, die Darmflora an, dann sehen natürlich zum Beispiel die Lactobacillen oder Bifidobakterien, das sind so typische probiotische Bakterienstämme, die sind dann natürlich vermehrt in dieser Stuhlprobe. Hört man aber auf mit der Supplementation, dann verschwindet das Ganze wieder und man konnte in vielen Studien eben zeigen, nein, das Ganze siedelt sich nicht an, da scheint die Konzentration nicht auszureichen, beziehungsweise wissen wir eben auch nicht, wenn wir vereinzelte Spezies geben, ob diese dann nicht letztendlich durch diese große Konkurrenz im Darm, gerade wenn wir schon eine Dysbiose entwickelt haben, ob diese nicht einfach ganz schnell wieder verdrängt werden. Bei der Stuhltransplantation funktioniert das nicht. Diese ist wirklich ein super Probiotikum. Das konnte man in zahlreichen Studien erst an Labortieren, aber dann auch beim Menschen zeigen. Die Darmbakterien, die wir dort geben, verabreichen, die siedeln sich dauerhaft an und die können ein komplett zerstörtes Mikrobiom wieder zu einer Normalflora umwandeln. Ganz spannend ist, weil ich gerade erzählt habe, wie sich das auf die Erkrankung auswirkt und was man dann bei Menschen nachgewiesen hat, dass das Ganze eigentlich, das Konzept der Stuhltransplantation ist eigentlich schon uralt. Das klingt nach so etwas Neuem, Revolutionärem, weil es in den letzten 10 Jahren immer so verstärkt diskutiert wurde. Aber wir haben Aufzeichnungen, die darüber Auskunft geben, dass zum Beispiel im alten China schon seit über 2000 Jahren mit der Stuhltransplantation gearbeitet wird. Aber im veterinärmedizinischen Bereich. Zum Beispiel behandeln chinesische Bauern ihre Kühe, die unter Koliken leiden, also unter irgendwelchen Verdauungsbeschwerden, unter Krämpfen, mit dem Stuhl ihrer gesunden Rinder. Das Ganze natürlich dann manuell, das wird in den After der Kuh eingebracht, in den Darm vorgeschoben. Und man konnte tatsächlich diese Rinder von ihren Koliken befreien. Das wurde über Generationen immer weitergegeben, dieses Wissen. Und ist letztendlich die Stuhltransplantation zumindest in der Veterinärmedizin ein ganz alter Hut. Und natürlich wurde dann auch immer erst im Tiermodell bzw. im Tierversuch wurde das Ganze probiert. Man konnte zeigen, wir können eben, wenn wir künstlich einen Reizdarm erzeugen an Ratten oder Mäusen oder auch eine chronisch entzündliche Darmerkrankung, können wir diesen Reizdarm übertragen. Deswegen auch ein bisschen Vorsicht dann bei der Do-it-yourself-Methode, werde ich dann nochmal zu sprechen kommen drauf. Wir können den Reizdarm, den wir diesen Tieren verpasst haben, tatsächlich auf gesunde Vergleichstiere übertragen. Und diese Untersuchungen, Studien waren letztendlich auch ein ganz ausschlaggebender Grund, warum man das Mikrobiom als Ursache oder so bedeutenden Pathomechanismus bei unterschiedlichsten Darmerkrankungen überhaupt erst in Erwägung gezogen hat. Also nochmal, ganz wichtiges Konzept. Wir können ein zuvor künstlich erzeugtes Reizdarmsyndrom oder eine chronisch entzündliche Darmerkrankung auf ein komplett gesundes Tier übertragen, indem wir den Stuhl eines erkrankten Tieres nehmen und in den Dickdarm eines gesunden Tieres einbringen, so dass ich eben diese erkrankte Mikroflora hinsichtlich Komposition und artenverminderten Artenreichtum in diesem Dickdarm des gesunden Tieres ausbreitet, dominant wird, dann wird dieses Tier auch krank. Und nicht nur hinsichtlich der Darmsymptomatik, sondern es übertragen sich auch alle anderen Faktoren, die häufig mit einer chronischen Darmerkrankung einhergehen. Zum Beispiel wird das Tier deutlich ängstlicher, paart sich nicht mehr so häufig, traut sich nicht mehr von der Plattform runter, wird ängstlicher im Labyrinth und so weiter und so fort. Also wir können das von Tier auf Tier übertragen. Noch spannender eigentlich, es gibt Untersuchungen, da wurde das Ganze gemacht. Das klingt jetzt sehr verrückt, aber es wurde tatsächlich Reizdarmpatienten, das war ich glaube vom Durchfalltyp, also Menschen, die unter dem Reizdarm litten, hat man eben eine Stuhlprobe entnommen. Und diese Stuhlprobe, muss man wissen, die Darmflora aller Säugetiere, die ähnelt sich sehr stark, hat man gesunden Mäusen verpasst. Und man würde es kaum glauben, aber tatsächlich, also stellt euch das vor, menschlicher Kot wurde genommen, in den Mäusedarm verbracht,
Die Mäuse entwickelten tatsächlich einen Reizdarm, Durchfälle, sie reagierten deutlich schneller auf Schmerzreize und vor allen Dingen entwickeln sie auch eine ausgeprägte Angsterkrankung. Also es funktioniert nicht nur von Tier zu Tier, sondern auch von Mensch zu Tier und eben auch von Mensch zu Mensch. Das verbietet natürlich jeglicher ethischer Grundsatz. Aber wenn man jetzt von einem Erkrankten, zum Beispiel von euch da draußen, eine Stuhlprobe nehmen würde und einem gesunden Menschen verpflanzen würde, gute Frage, was passieren würde, ob dann die Dominanz des Gesunden ausreichen würde, um das zurückzudrängen oder ob es zu negativen Auswirkungen kommen würde. Auf jeden Fall funktioniert es andersrum, das zeigen sehr viele Studien. So, nach diesen Tierstudien und den ersten positiven Ergebnissen zur Behandlung der Infektion mit Clostridium difficile, bei der man zeigen konnte tatsächlich, das dort veränderte Mikrobiom wird wieder zu einer Normalflora rückgewandelt, kamen die ersten Diskussionen in den Fachzeitschriften auf, vielleicht ist das Ganze sinnvoll, der Einsatz der Stuhltransplantation bei allen möglichen Erkrankungen, die irgendwie mit Veränderungen des Mikrobioms einhergehen. Reizdarm, chronisches Erschöpfungssyndrom, die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, Fibromyalgie und so weiter und so fort. Zum Reizdarmsyndrom die ersten Anregungen so 1980 rum, die ersten Artikel, die da so ein bisschen zumindest das Gedankenspiel betrieben. Infolgedessen dann erste einzelne Fallberichte, wo progressive Gastroenterologen gesagt haben, wir haben das probiert hier an 5 Leuten und es gab auch relativ positive Ergebnisse. Aber zu sehr wurde das Ganze noch nicht so ernst genommen und es traf einfach wahrscheinlich noch nicht so den Nerv der Zeit. Richtig Fahrt auf nahm das Ganze dann im Jahr 2012, 2013 mit einer Fallsammlung von PIN und Kollegen und dann dem Artikel dazu, wo über Ergebnisse berichtet wurde, dass 70% der teilnehmenden Reizdarmpatienten mit der Stuhltransplantation tatsächlich über sehr starke Verbesserungen berichteten. Und das war eigentlich noch nicht das Wichtigste, sondern ein Großteil dieser Patienten berichtete tatsächlich über die vollständige Auflösung ihrer Beschwerden infolge der Stuhltransplantation, also von einer Remission oder eben auch Heilung, wenn man so will. Und wie das so ist in unserer schnelllebigen Zeit, da war das Internet natürlich schon überall verbreitet, ging das natürlich wie ein Lauffeuer durch die Medien und vor allen Dingen aber auch durch die sozialen Netzwerke. Die Patienten haben sich das untereinander natürlich weitergereicht, geteilt. Und dann begann eine wahre Euphorie, denn die Patienten, gerade die, die eben schon sehr lange unter dieser Erkrankung gelitten hatten, und man muss immer dazu betonen, für das Reizdarmsyndrom lagen viele, viele Jahrzehnte keine effektiven Behandlungsmöglichkeiten vor. Die Patienten fühlten sich von den Ärzten alleingelassen und ich hatte auch im letzten Video darüber gesprochen, vor allen Dingen die Patienten mit einer schweren Ausprägung hatten natürlich mit massivsten Folgen, mit einem hohen Leidensdruck zu kämpfen. Also wir sprechen da nicht über ein bisschen Bauchkrummeln, ich kann es nur immer wieder betonen, sondern eben auch über so etwas wie Arbeitslosigkeit, Erwerbsminderungsrente, schwerste Durchfälle, Schmerzen, soziale Isolation und aber auch teilweise den Gedanken an Selbstmord oder sogar Selbstmordversuche. Das Reizdarmsyndrom ist kein Zuckerschlecken, aber das brauche ich euch da draußen wahrscheinlich nicht erzählen. So, also könnt ihr euch vorstellen, was natürlich für Hoffnungen mit dieser neuen Therapiemethode verbunden waren, gerade weil eben seriöse Forscher behauptet hatten, guckt euch das an, hier gab es eben Remissionen, Heilung, starke Verbesserung. Jetzt versuchten ganz, ganz viele Betroffene eben irgendwie an diese Stuhltransplantation zu kommen. Und die Stuhltransplantation kann man mit unterschiedlichen Methoden vollziehen. Das ist wichtig, muss man wissen. Im Normalfall ist es heute so, dass der Stuhl vom Spender via eines Endoskops entweder direkt in den Dickdarm eingebracht wird, also bei einer Darmspiegelung, oder es wird der Zugang über die Nase gewählt mit einer nasogastrischen Sonde, Zugang über die Nase, dann eine Route über den Magen in das Duodenum, das ist der oberste Teil vom Dünndarm, und dann wird der Stuhl dort endoskopisch freigegeben. Was so ein bisschen noch Zukunftsmusik ist, aber auch schon einige Universitätskliniken machen, ist, dass dieser Spenderstuhl verkapselt wird. Man schluckt dann eine Kapsel und diese ist natürlich magensaftresistent. Das Ganze öffnet sich dann auch im Dünndarm. So gelangt der Spenderstuhl eben auch an seinen Zielort.
Es gibt Untersuchungen dazu, welche Verfahren, also ob eins dieser Verfahren überlegen ist, kommen wir dann gleich später nochmal darauf zu sprechen. Und natürlich sind diese Verfahren auch immer so mit einigen Risikofaktoren verbunden, gerade natürlich Darmspiegelung, Magenspiegelung, die klassischen Sachen, dass man zum Beispiel bei der Darmspiegelung hinterher eher gastrointestinale Symptome hat. Manche bekommen danach eben Durchfall oder auch Blähung, berichten vermehrte Blähung. Beim Zugang über die nasogastrische Sonde kommt es sehr häufig zur Reizung der Atemwege und des Halses und natürlich auch bei der Kapsel, dort ganz ähnlich, vor allen Dingen aber auch Erbrechen oder Würgen nach dem Schlucken der Kapsel. So, das sind die klassischen Zugänge, die heute gewählt werden im Rahmen niedergelassener Ärzte oder eben vor allen Dingen in den Kliniken. Und viele Patienten, Betroffene haben damals versucht, nach dieser Veröffentlichung dieser positiven Fallberichte eben an einer Studie teilzunehmen oder haben sich auch Ärzte gesucht, progressive Gastroenterologen, wo die gesagt haben, okay, wir spiegeln ja sowieso den Darm, wollen ja gucken, was sie da haben, ob es besser geworden ist oder ob wir noch irgendwas finden können. Ich mache Ihnen das. Ich habe die Studienergebnisse gelesen, wir probieren das aus, wir gucken, finden wir einen gesunden Spender, testen den vorher. Dann wurde halt ein bisschen Geld bezahlt für diese zusätzliche Leistung. Und weil aber sehr, sehr viele Patienten nicht an diesen Luxus einer Versorgung, zum Beispiel in der Uniklinik kamen oder auch bei einem Arzt, weil wie das so ist, natürlich sind die Ärzte da auch erstmal so ein bisschen zurückhaltend, nachdem da, und das finde ich auch grundsätzlich ganz in Ordnung, dass man nicht da so auf jedes Pferd sofort aufspringt. Jetzt kamen hier ein paar Fallstudien. Jetzt mache ich das mit jedem Patienten. Natürlich ist da auch erstmal ein bisschen Skepsis angebracht und man sollte warten, bis wirklich konkrete und verlässliche Daten auch vorliegen. So, aber auf jeden Fall wollten viele Patienten trotzdem in den Genuss einer Stuhltransplantation kommen, aber kamen eben nicht dazu, an einer Studie teilzunehmen. Und dann setzte sich so etwas durch, könnte man durchaus die Do-it-yourself-Methode nennen, weil eben auch gerade in der Veterinärmedizin, aber auch in einigen Fallberichten von Gastroenterologen, wurde der Stuhl anders eingebracht in den Darm des Empfängers, nämlich via eines Einlaufsets. Also zur Do-it-yourself-Methode gehören letztendlich, ihr könnt eure Fantasie freien Lauf lassen, ihr braucht einen gesunden Spender und das ist die größte Kritik daran. Die meisten, die das gemacht haben, hatten keine Möglichkeit, den Spender ordentlich auszutesten und zu wissen, hole ich mir da vielleicht irgendetwas ins Haus, was ich vielleicht gar nicht haben möchte. Also zum Beispiel hinsichtlich übertragbarer Erkrankungen, hat derjenige selber überhaupt ein gesundes Mikrobiom und so weiter und so fort. Also ihr braucht eben einen gesunden Spender, man brauchte einen Mixer, ein Sieb und ein Einlaufset. Und dann wurde eben die Stuhltransplantation recht grobschlächtig, meistens im eigenen Badezimmer durchgeführt. Und in dieser Zeit erhielt ich, weil ich auch Artikel zur Stuhltransplantation und zu den ersten Ergebnissen veröffentlicht hatte, erhielt ich sehr, sehr viele Zuschriften von Leuten, die eben in den Unikliniken waren, die selber beim Gastroenterologen dafür bezahlt hatten und aber auch von sehr, sehr vielen Leuten, die sich der Do-it-yourself-Methode unterzogen hatten. Und generell kann ich das so zusammenfassen, dass die Ergebnisse sehr, sehr gemischt waren. Also einige Patienten berichteten wirklich so die wahnsinnige Erfolgsgeschichte, 10 Jahre schlimmster Reizdarm, massivste Durchfälle, Angsterkrankungen noch dazu, kaum noch aus dem Haus gegangen deswegen und auf einmal alles verschwunden und das wirklich auch über eine lange Zeit. Dann gab es sehr viele Patienten, die so den klassischen Placebo-Effekt, würde ich es einfach nennen, berichteten. Also die waren am Anfang ganz euphorisch und alles wäre gelindert und besser. Und dann kam aber so nach ein paar Wochen, kam dann nochmal eine Mail, du Thomas, nimm mal meine Mail nochmal zurück, was ich da gesagt habe. Das Ganze ist jetzt nicht mehr so, wie es sehr häufig ist, auch bei der Einnahme von Supplementen. Wir wissen, das Reizdarmsyndrom oder die Reizdarmpatienten sind sehr anfällig für einen starken Placebo-Effekt. Und dann gab es aber auch sehr viele, die sich der Stuhltransplantation unterzogen hatten, die gesagt haben, okay, ist eigentlich nicht wirklich etwas passiert, mir ging es ein paar Tage besser. Das berichten ja auch viele zum Beispiel nach der diagnostischen Darmspiegelung, dass die sagen, wahrscheinlich auch durch die Entleerung vorher und so weiter, da ging es mir 3-4 Tage gut, aber eigentlich dann unverändert. Spannend daran war, dass diese Berichte, also die Effektivität der Stuhltransplantation in diesen Berichten
schien nicht von der Art und Weise abzuhängen, wie der Stuhl eben verpflanzt wurde. Also es gab Patienten, die Erfolge mit der Do-it-yourself-Methode berichteten. Es gab Leute, die in den Unikliniken trotz modernster Technik und nasogastrischer Sonde gesagt haben, nö, mir geht es eigentlich unverändert. Und das ist ganz spannend, weil man schon lange diskutiert hatte, was sind denn eigentlich Variablen, die eine Stuhltransplantation beim Reizdarmsyndrom eben effektiv machen. Also hat das zum Beispiel mit der Art und Weise der Verabreichung zu tun. Muss der Stuhl direkt frisch verabreicht werden oder also muss er eingefroren werden? Und diese Ergebnisse jetzt erstmal, die ich von den Betroffenen per Mail erhalten hatte, das war so um den Zeitraum 2012, 2013, die wurden dann eigentlich auch in den Jahren 2018, 2019, also jetzt mit neueren Erkenntnissen der Wissenschaft, wirklich auch untermauert. Zum Beispiel hat eine groß angelegte Meta-Analyse, glaube auch aus dem Jahr 2019, texanischer und mexikanischer Wissenschaftler sich dem Thema Stuhltransplantation zur Behandlung des Reizdarmsyndroms gewidmet. Und da hat man in den Studien schon positive Effekte gefunden, vor allen Dingen aber in den sogenannten Single-Arm-Trials, also die ohne Kontrollgruppe durchgeführt wurden. Aber hier ist es natürlich extrem schwer, diese Erfolgsgeschichten von starken Placebo-Effekten zu trennen, vor allen Dingen, weil in vielen diesen Fallgeschichten keine Langzeitbeobachtungen durchgeführt wurden, also dass man auch Nachbetrachtungen gemacht hat, zum Beispiel nochmal nach 3 Monaten, nach 6 Monaten und so weiter. Und wir wissen eben aus den Studien, Reizdarmpatienten reagieren extrem stark mit Placebo-Effekten. Das können wir fast in jeder Studie sehen. So, und dann haben die Forscher darauf hingewiesen, schauen wir uns die qualitativ hochwertigen Studien an, also randomisiert, placebo-kontrolliert, dann müssen wir festhalten, dass in dieser Evidenz die Stuhltransplantation beim Reizdarmsyndrom nicht über jene Wirkung von Placebo hinausgehen. So, und dann war auch ein Fazit dieser Studie, die Stuhltransplantation ist beim Reizdarmsyndrom nicht wirkungsvoll. Oder war beim Reizdarmsyndrom nicht wirkungsvoll. Das wurde dann auch sehr schnell von den Medien so weitergegeben, dieser Satz, und verbreitete sich natürlich auch rasend schnell im Internet unter den Betroffenen, so dass das Thema dann so wieder ein bisschen in den Hintergrund ging. Es hat die Patienten nicht mehr so interessiert, weil man sie eben für sich abschließend betrachtet hat, okay, die Wissenschaft hat das belegt, betrachtet man qualitativ hochwertige Studien, ist die Stuhltransplantation eben nicht sinnvoll. Allerdings muss man dazu sagen, da waren die Medien eben wieder schneller und wollten eine schöne Schlagzeile produzieren. Wenn man sich die Meta-Analyse genau anschaut, dann kommt dieses Fazit, wird aber gleich im Nebensatz schon wieder eingefangen, indem die Wissenschaftler selber sagen, aber die Studien, die wir betrachtet haben, hatten eine extrem hohe Heterogenität und es ist nicht auszuschließen, dass die positiven Befunde in einigen hochwertigen Studien eben dadurch erzeugt wurden, dass man dort besondere Variablen anders hatte als in nicht erfolgreichen Studien. Das war also eine ungeklärte Frage. Und die Diskussion um diese Variablen, die ist eigentlich schon viel älter als diese Meta-Analyse, weil man eben diese ganz unterschiedlichen Befunde hatte, wo ich euch jetzt mal einige einblenden möchte. Da werdet ihr sehen, es gibt eben Fallberichte, aber auch randomisierte und kontrollierte Studien, wo man zeigen konnte, es gibt sehr, sehr positive Effekte mit der Stuhltransplantation auf die Beschwerden des Reizdarmsyndroms, während andere Forschergruppen genau das Gegenteil behaupteten und gezeigt haben, okay, guckt an, in unserer Studie, wir haben das auch qualitativ hochwertig gemacht, es geht nicht über die Wirkung von Placebo hinaus. Und deswegen gab es dann die kontroverse Diskussion, welche Variablen könnten denn darüber entscheiden, ob das Ganze nun effektiv ist oder nicht? Hat es zum Beispiel etwas mit dem Patienten selbst zu tun? Reagiert zum Beispiel jemand mit einem Reizdarmsyndrom und Durchfall ganz anders auf die Stuhltransplantation als mit einem Reizdarm und Verstopfung? Was hat das Mikrobiom des Erkrankten damit zu tun? Also gibt es da vielleicht eine charakteristische Zusammensetzung, die vorliegen muss? Vielleicht auch die Erkrankungsdauer, der Schweregrad der Erkrankung, wie wirken sich die unterschiedlichen Verfahren auch auf die Effektivität der Stuhltransplantation aus? Also ich hatte es uns angesprochen, nasogastrische Sonde oder zum Beispiel auch Kapsel.
Wie beeinflusst das die Wirksamkeit der Stuhltransplantation? Und diese Variablen wurden hin und her diskutiert. Problematisch war aber, dass so bis zu diesem Zeitpunkt oder bis zum letzten Jahr, muss man jetzt sagen, keine Studie auch wirklich so vorgegangen ist, dass man eine endgültige Antwort auf diese Fragen geben oder finden konnte und auch diesen Kontext der Variablen weiter sinnvoll eingrenzen. Und jetzt im letzten Jahr diese Studie, auf die ich heute jetzt zu sprechen kommen möchte, von norwegischen Wissenschaftlern, wirklich meiner Meinung nach einmalig, so muss eine ordentliche moderne Forschung arbeiten. Wir werden gleich noch näher darauf eingehen. Erstmal ganz kurz grob zum Kontext, was wurde überhaupt dort gemacht. Man hat sich 164 Reizdarmpatienten genommen und jene wurden erst einmal, das ist ganz wichtig, wurden erstmal grundlegend gescreent. Also die waren diagnostiziert mit einem Reizdarmsyndrom nach den Rom-Kriterien, vierte Auflage. Und sie wurden aber nochmal komplett durchgescreent, also auf Alternativerkrankungen untersucht. Und zwar nicht nur so mit den üblichen körperlichen Untersuchungen und mal Entzündungsmarker, sondern da wurde auch sich die Leber angeschaut, die Funktionsweise der Schilddrüse. Alle mussten nochmal eine Magen- und Darmspiegelung unterlaufen, mussten Stuhlproben abgeben, um das Mikrobiom zu analysieren, aber auch zum Beispiel auf Parasiten, auf das Vorliegen, Vorhandensein von Parasiten zu untersuchen. Und diese Patienten wurden randomisiert mit einem auf einem computerbasierten System, auf Grundlage eines computerbasierten Systems, einer von drei Gruppen zugeordnet. Die erste Gruppe erhielt eine Intervention, nämlich 30 Gramm Stuhltransplantation, also eine 30 Gramm Stuhlprobe von einem zuvor ermittelten Spender. Das ist ganz wichtig, es geht nämlich heute um das sogenannte Superspenderphänomen. Kommen wir gleich nochmal detailliert darauf zu sprechen. Eine zweite Gruppe erhielt 60 Gramm Stuhlprobe ebenfalls dieses Spenders. Und eine dritte Gruppe war die Placebo-Kontrollgruppe, auch eine Stärke der Studie. Auch die haben tatsächlich eine Stuhltransplantation unterlaufen, haben aber ihren eigenen Stuhl bekommen, der nämlich zuvor abgenommen wurde, um die Parasiten zu testen, das Mikrobiom. Der wurde eingefroren und 30 Gramm des eigenen Stuhls erhielt dann die Placebo-Gruppe. So, methodisch wurde das Ganze vorgenommen mittels einer nasogastrischen Sonde, also was ich vorhin schon beschrieben hatte, Zugang über die Nase, Rute über den Magen und dann Freisetzen des Spenderstuhls im Duodenum. Bevor wir auf den Spender eingehen, vielleicht nochmal, was sind so Stärken dieser Studie, warum halte ich die wirklich so für so genial durchdesignt? Was unterscheidet die von anderen? Zum einen muss man auf jeden Fall betonen, dass sie wirklich allen Qualitätskriterien an modernste Forschung absolut genügt. Das bedeutet, sie ist randomisiert, sie ist placebo-kontrolliert, sie war vor allen Dingen auch doppelblind, also weder die Krankenschwestern, die am Anfang das Blut abnahmen und die Stuhlproben, noch die Ärzte, die die Spiegelung vornahmen und natürlich schon überhaupt nicht die Patienten wussten, was da vor sich geht, wer Placebo erhält und wer Intervention. Das Placebo war wirklich auch für die Patienten überhaupt nicht ersichtlich, weil die sich genauso der Magenspiegelung eben stellen mussten und ja auch Stuhl erhielten. Weiterhin wurden eben nur Patienten einbezogen, die nicht, wie das häufig, das kritisiere ich häufig in den Probiotika-Studien, unter einer milden Ausprägung litten oder wo dann so ein künstlicher Beschwerdescore konstruiert wird. Ja, bewerten Sie mal Ihre Bauchschmerzen auf der fünfstufigen Skala hier. Sondern es wurden eben nur Patienten genommen, die über eine stärkere Moderate oder sogar über eine schwere Ausprägung des Reizdarmsyndroms klagten. Also da hat man verschiedene Scores eingesetzt, das ist eine weitere Stärke. Man hat sich auf das Symptom Severity Score System verlassen und aber auch zusätzlich noch auf andere Symptomscores, auf einen Fragebogen zur Einschätzung der krankheitsassoziierten Erschöpfung und auch der Lebensqualität. Und zusätzlich zu diesen eher subjektiven Einschätzungen hat man aber noch molekularbiologische Marker erhoben. Das ist ebenfalls noch eine große Stärke der Studie, weil wir eben diese eher subjektiven Komponenten mit objektiven Parametern kombinieren konnten. So, also dann ein weiterer Punkt, ist jetzt erstmal zu den Patienten. Dann muss man sagen, dass bei den Patienten, das ist auch noch wichtig, hier sind unterschiedliche
Variablen und Faktoren in die Analyse mit aufgenommen wurden. Also es wurde zum Beispiel nach Subtyp unterschieden, so dass man schauen konnte, reagiert zum Beispiel ein Patient mit RDSD anders als ein Patient mit einem Reizdarm und Verstopfung. Gleichzeitig konnte man eben nach Schweregrad nochmal unterscheiden, also moderat versus schwere Ausprägung. Gibt es da Unterschiede im Ansprechen auf die Stuhltransplantation? Auch die Erkrankungsdauer wurde mit einbezogen, so dass wir eben auf viele dieser Fragen nach den Variablen eine Antwort geben können hinterher. Das sind die Variablen, die eben bedeutend sind für die Einschätzung auf Grundlage der Patienten. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Verbesserung oder die Einschätzung als Verbesserung, an diese wurden extrem strenge Kriterien angelegt. Das bedeutet, in den meisten Studien, da ist es immer so, gerade wo man eben viel Geld verdienen kann, wird ja versucht, einen Effekt zu erzielen. Typischerweise ist ein Endpunkt der Studie dann eben eine Verbesserung um 50 Punkte in den einzelnen Symptomscores, die man natürlich deutlich einfacher erzielen kann, wie hier in dieser Studie. Hier hatten wir es auch gemacht, die Kategorisierung als Responder war die Verbesserung um 50 Punkte, also wer hat positiv angesprochen. Aber um als signifikante Verbesserung der Reizdarmbeschwerden kategorisiert zu werden, musste tatsächlich eine Verbesserung um 175 Punkte oder mehr, das ist absolut gigantisch, wenn man sich das anschaut, musste gemessen und nachgewiesen werden. Und wenn man sich anschaut, wo sind die Patienten gestartet, im Durchschnitt so bei knapp über 300 Punkten, könnt ihr euch vorstellen, was eine Verbesserung in diesem Scoresystem um 175 Punkte oder mehr bedeutet, nämlich das Wechseln aus der Krankheitskategorie schwere Ausprägung hin zu mindestens einer milden Ausprägung. Und wenn man sich die Spannbreite der Ergebnisse ansieht, dann sieht man tatsächlich, dass es auch zu Remission kommen wird. Nehme ich jetzt einfach schon mal von weg. Dann möchte ich jetzt gern auf den, ach so, ähnlich war das Ganze natürlich auch bei der krankheitsassoziierten Erschöpfung und auch bei der Lebensqualität. Dann nehme ich jetzt einfach schon mal so ein Stück weit vorweg. Das sind jetzt die Spendervariablen. Die Studie hatte sich ja auf den Weg gemacht, um eine Art Superspender, Superdonor im Englischen, zu konstruieren oder herauszufinden, was diesen ausmacht. Und genauso gründlich, wie man eben vorher die Patienten untersucht hat, hat man sich seinen Spender ausgeguckt. Und dafür gab es viele Kriterien. Zum einen hat man die Mutter befragt, wie ist der Junge damals auf die, also es war ein Mann in dem Fall, wie ist der auf die Welt gekommen? Also er hatte eine klassische vaginale Geburt, wurde lange Zeit gestillt, hatte in seinem ganzen Leben bisher 3 Antibiotikagaben, zeichnet sich durch eine robuste Gesundheit aus, treibt eigentlich täglich Sport, dann hat man seine Ernährung analysiert über viele Monate und festgestellt, ja, das entspricht den Empfehlungen der norwegischen Gesundheitsbehörden. Allerdings, weil er eben Sportler war, hat er eigentlich täglich Nahrungsergänzungsmittel noch zusätzlich konsumiert und wischt dann gerade, was Ballaststoffe, Mineralstoffe und auch Vitamine anging, in vielen Punkten positiv von den täglichen Verzehrempfehlungen nochmal ab, überschritt da den klassischen Norweger. Und natürlich hat man sich auch über 1,5 Jahre immer wieder Stuhlproben von ihm geholt, diese mittels DNA-Sequenzierung analysiert. DNA-Sequenzierung, was ich hier auch immer wieder, oder ich habe im letzten Video, bin ich darauf eingegangen, wird es auch nochmal einen extra Beitrag von mir geben. Diese Möglichkeit besteht nämlich jetzt endlich auch in Deutschland. Ich musste damals meine Stuhlprobe noch über den großen Teich in die USA schicken, um das analysieren zu lassen. Würde das zwar auch heute wieder machen, aber heute gibt es diese Möglichkeit zum Glück auch kostengünstig in Deutschland. So, und man hat diesen Patienten halt immer wieder hinsichtlich seines Mikrobioms untersucht, werde ich euch dann auch Ergebnisse einblenden. Da sieht man, dass er eine stabile Normalflora hatte, also ein Dysbiose-Index von 1, das bedeutet eine, so, das würde von Wissenschaftlern als gesunde, stabile Darmflora interpretiert werden und diese war auch stabil über die Messzeitpunkte. So, und diese stabile Darmflora hat man dann auch hier in Grafiken dargestellt und wie weit die Versuchspersonen, also die Interventionsteilnehmer mit dem Reizdarmsyndrom, wie weit diese eben von dieser Normalflora abwichen. Das ist auch ganz interessant. Ich hatte es vorhin beschrieben, das Reizdarmsyndrom geht mit einer veränderten Darmflora hinsichtlich vor allen Dingen eines verminderten Artenreichtums, also der Biodiversität,
aber auch einer veränderten Komposition mit einigen dominierenden, vor allen Dingen zur Fermentation fähigen Darmbakterien-Spezies bzw. Stämmen einher. Und dann sieht man schön, wie sehr eben das Mikrobiom der Versuchsperson von diesem Spender abweicht. Also man hat ihn auch natürlich auf Herz und Nieren geprüft, hinsichtlich aller Risikofaktoren übertragbarer Erkrankungen, sein Mikrobiom war absolut gesund. Und man muss festhalten, dass das auch wirklich so eine Stärke der Studie war, dass nun alle Studienteilnehmer nur Stuhlproben oder Spenderstuhl von diesem einzelnen Spender erhielten. Also er gab immer wieder Stuhlproben ab. Der Stuhl wurde dann eingefroren. Das beantwortet auch eine weitere Frage. Kann man den Stuhl einfrieren oder muss man ihn frisch verwenden? Werden wir gleich sehen. Dann wurde der aufgetaut wieder über 2 Tage vor der Transplantation und alle, nicht 164, weil man muss die Placebo-Gruppe natürlich ausnehmen, aber die beiden Interventionsgruppen erhielten alle eine Stuhlspende von eben genau jenem Spender. So, was hat die Intervention jetzt gezeigt? Grundsätzlich muss man sagen, dass die Responderraten schon sehr, sehr imposant sind, denn 9 von 10 Patienten, die die 60 Gramm Stuhlspende erhalten hatten, reagierten positiv, das heißt die Verbesserung erstmal um 50 Punkte. Und in der 30-Gramm-Gruppe waren es immerhin 3 von 4, knapp 75%. Ganz weit abgeschlagen die Placebo-Gabe, die auf nicht ganz 25% kam. Also ein signifikanter Unterschied dann auch in der Beurteilung. Noch imposanter natürlich dann, wenn man sich anschaut, signifikant Verbesserungen, ich erwähne es jetzt nochmal, weil es so wichtig ist, über 100, also mindestens 175 Punkte im Severity Score System. Das erreichten immerhin knapp 50% aus der Gruppe mit 60 Gramm Spenderstuhl, jeder Dritte etwa aus der Gruppe mit 30 Gramm Spenderstuhl und bei der Placebo-Gruppe überhaupt kein einziger Patient. Ich hatte es schon erwähnt, die Symptomscores haben sich tatsächlich gerade in der 60 Gramm Gruppe wirklich halbiert. Also da ging es von 310 oder 315 auf 160 runter. Die Spannbreiten zeigen an, viele Patienten kamen tatsächlich auch in die Remission. Und ganz ähnliche imposante Ergebnisse haben wir auch bei der Verbesserung der krankheitsassoziierten Erschöpfung. Dort reagierten tatsächlich 50% mit einer starken Verbesserung und 60% bei der Verbesserung der Lebensqualität. Also ganz, ganz starke Ergebnisse und wir können wirklich erstmal festhalten, die Stuhltransplantation beim Reizdarmsyndrom ist wirklich wirksam, wenn man Qualitätsstandards beachtet. So, jetzt muss ich hier nochmal einen kurzen nachträglichen Einschub loswerden, denn ich habe es vorher beim Einsprechen einfach vergessen. Diese imposanten Verbesserungen hinsichtlich der Symptomatik erhoben in den Fragebogenscores, diese korrelierte ganz stark signifikant mit einer Veränderung tatsächlich des Mikrobioms, der Darmflora bezüglich ihrer Zusammensetzung, aber eben auch der Biodiversität, des Artenreichtums, der metabolischen Vorgänge, also der Stoffwechselvorgänge innerhalb des Mikrobioms und auch der produzierten Stoffwechselendprodukte und vor allen Dingen auch hinsichtlich der Kommunikationswege innerhalb des Mikrobioms. Und wir können darauf schließen, dass das dann auch der Fall sein wird, aufgrund der bisher gesammelten wissenschaftlichen Evidenz, dass sich dies auch auf die Kommunikation zwischen eben dem Mikrobiom und unserem Nervensystem, aber auch dem Immunsystem auswirken wird, also der Kommunikation zwischen dem Mikrobiom und dem Wirt, uns Menschen. Und ich möchte jetzt gar nicht zu sehr auf die einzelnen Details dieser Auswirkungen eingehen, sonst wird das wahrscheinlich zu komplex und das Video auch noch deutlich länger, als es jetzt schon ist. Wir können einfach festhalten, das Mikrobiom, das gesunde Mikrobiom des Spenders hat sich tatsächlich fast 1:1 auf eben die Reizdarmpatienten übertragen lassen, wohingegen es zu überhaupt keinen messbaren Veränderungen in der Placebo-Gruppe kam. Nicht verwunderlich, denn wir haben eben den eigenen Stuhl verabreicht. Die Patienten haben nochmal das Mikrobiom dazu bekommen, über was sie eigentlich schon verfügen. Wichtig ist noch, ich muss noch mal ganz kurz einen Schritt zurückgehen natürlich, bei der Auswahl des Spenders, das ist etwas, was ich vergessen hatte, bei der Do-it-yourself-Methode, weil das eben für viele Patienten nahe lag,
okay, dann mache ich das eben selber. Das kann auch funktionieren. Man hat im Normalfall nicht die Möglichkeiten, gerade wenn man keinen Arzt ins Boot holen kann, den potenziellen Spender hinsichtlich all dieser Risikofaktoren abzuklopfen. Also da gehört mindestens dazu ein ordentlicher Bluttest auf Infektionskrankheiten, natürlich auch am besten noch die DNA-Sequenzierung über längere Zeit, um einfach auszuschließen, dass man sich da nicht irgendwas ins Haus holt, was man nicht wirklich möchte. Also vielleicht auch noch irgendwie ein Krankheitsrisiko sich irgendwie holt und dann noch zusätzlich zu seinem Reizdarm, zu seinem Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, irgendeine andere Erkrankung förmlich einlädt. So, also die Ergebnisse waren ganz, ganz stark. Zusätzlich konnte man aber durch dieses geniale Design eben der Studie einige Fragen zur Stuhltransplantation allgemeiner beantworten. Zum ersten mindert das Einfrieren des Stuhls nach der Stuhlprobenabgabe eben nicht die Effektivität, das zeigen die Ergebnisse. Zweitens haben Patientenvariablen, also die einzelnen Subtypen, Verstopfung oder Durchfall, aber auch die Krankheitsdauer, also wie lange litten die Patienten schon unter dem Reizdarmsyndrom und auch der Schweregrad, moderat gegenüber schwerer Ausprägung, überhaupt keine Auswirkungen auf die Effektivität der Stuhltransplantation. Der wirklich größte Einflussfaktor, der liegt beim Spender. Also es muss wirklich geschaut werden, ist der Spender absolut gesund? Wie sieht sein Mikrobiom aus? Hat das eine Normalflora? Und wenn wir diese Superspender erst einmal identifiziert haben, dann können wir diese Studien auch mit diesen Spendern wiederholen, können immer wieder demonstrieren, okay, es kommt tatsächlich immer wieder zu diesen Verbesserungen innerhalb des Reizdarmsyndroms bei den Reizdarmpatienten und können dann vor allen Dingen natürlich schauen, noch spezifischer, nicht nur, okay, bei dem Spender ist das super, natürlich kann dieser 36-jährige weiße Norweger, der kann natürlich gezwungen werden, möglichst viele Stuhlproben abzugeben, die wir dann immer einfrieren und auf der ganzen Welt verteilen, die Unikliniken, so dass jeder Reizdarmpatient in den Genuss kommen kann, in Anführungszeichen. Aber natürlich ist es notwendig zu schauen, was macht genau dieses Mikrobiom, diese Stuhlprobe so effektiv für den Reizdarmpatienten. Das wird eine Aufgabe jetzt für zukünftige Forscherteams sein, damit man einfach schauen kann, entweder wir wählen dann selber Superspender aus, die wir dann irgendwie zur Verfügung haben, hier im Umfeld zum Beispiel einer Klinik. Oder aber auch, wie können wir synthetischen Stuhl herstellen, der genau diese Komponenten enthält. Das ist auf jeden Fall so ein Stück weit Zukunftsmusik, aber ich denke, wir sind nicht mehr allzu weit entfernt davon. Ganz kurz noch zu den, weil ich versprochen hatte, wir sprechen auch nochmal über die Methoden des Zuganges. Es gibt einige Studien, die zeigen, dass die nasogastrische Sonde, dass die eine ganz geringe Überlegenheit zeigt gegenüber der Kapsel oder auch gegenüber der Darmspiegelung, also dass die Stuhltransplantation mittels Endoskop in den Dickdarm eingebracht wird. Aber die nehmen sich eigentlich wirklich nicht viel. Sehr häufig wird eben der nasogastrische Zugang jetzt bevorzugt gewählt, gerade in den Kliniken, weil er mit relativ wenig Aufwand verbunden ist. Vor allen Dingen kann man den Patienten das oft sehr unangenehme Abführen vor der Darmspiegelung nehmen. Also die müssen es nicht mehr unterlaufen, so rum. Eine andere Frage, die hier in dieser Studie nicht geklärt werden konnte, weil es einfach nicht mit einbezogen wurde, einige Forscherteams berichten, dass die Stuhltransplantation effektiver wird, wenn wir vorher den Patienten Antibiotika verabreichen, damit die eigene vorhandene Dysbiose erst einmal ausrotten und das Ansiedeln eben des neuen Mikrobioms, des Spenders, erleichtern, weil man eben keinen Konkurrenzdruck einer bereits vorhandenen Darmflora hat. Das ist ebenfalls noch Zukunftsmusik, wird sich noch viel tun in den nächsten Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Dieses Video, hoffe ich, hat dazu beigetragen, dass ihr seht, die Stuhltransplantation beim Reizdarmsyndrom, die ist wirklich hocheffektiv. Es ist möglich, Patienten mit einer schweren Ausprägung, ist auch nochmal ganz wichtig, stark zu verbessern, von ihren Symptomen zu befreien, sie in Remission zu bringen oder sogar zu heilen. Die Effekte wurden übrigens nicht nur kurz nach der Intervention gemessen, sondern auch noch 3 Monate danach und blieben tatsächlich stabil. Also dem Patienten ging es immer noch gut
Das ist natürlich auch so eine Frage, was passiert, wenn sich das wieder ändert? Ist dann eine erneute Stuhltransplantation auch nochmal effektiv? Wäre auch nochmal ganz spannend zu klären. Ich hoffe, das Video konnte euch wieder einige interessante Einblicke gewähren und ihr seid auch ein bisschen neugierig, was sich in den nächsten Jahren in der Wissenschaft dann auch entwickeln wird. Freue mich auf das nächste Video mit euch. Bis zum nächsten Mal und tschüss.